Danke, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe ein bisschen in diesem Chor ein, wie es einem selbst in dieser ganzen Situation gegangen ist, und schicke voraus, dass es mir heute so gegangen ist, dass ich froh bin, dass wir wieder hier sind, weil ich es durchaus spannend finde, wie auch wir wenige hier diese ganze Krise unterschiedlich empfunden haben. Auch das ist irgendwo Ausdruck dessen, wie unterschiedlich Wahrnehmungen sind, was es mit einem selbst gemacht hat. Und eines, Kollegin Riedoch, ich habe vor über einem Monat auf Facebook einen Eintrag gemacht, weil ich immer wieder von Leuten gefragt wurde, warum reagierst du da nicht, warum sagst du da nichts öffentlich und warum machst du das nicht? Und Sven Knoll hat etwas Richtiges gesagt. Wem ist man verpflichtet? Ich bin keinem Journalisten verpflichtet, der mir tagtäglich ein Stöckchen hinhält, über das ich drüber springen müsste, nur damit er eine Freude hat, dass er irgendjemanden etwas antun kann in so einer Situation, weil für mich diese Phase eine absolute Ausnahmesituation war. Und da geht es nicht um meine persönliche Darstellung oder Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit, sondern wenn ich etwas zu sagen habe, dann bekommt jeder Bürger von mir eine klare Antwort. Und wenn ich dem Landeshauptmann etwas zu sagen hatte, dann habe ich es ihm direkt geschrieben, ab und zu sogar Persönliches, auch anderen Landesräten, weil ich das ganz anders empfunden habe wie viele andere hier. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich auch verantwortlich gefühlt und ich war auch mit Bürgern in Kontakt und habe auch unzählige Anfragen beantwortet. Aber ich habe mich für diesen Weg entschieden, dass es nicht um mich persönlich geht, mich sichtbar zu machen und jedem ans Bein zu pinkeln, der in so einer Schwierigkeit vielleicht eine falsche Kommunikation hinausgelassen hat, der in so einer Schwierigkeit, wo man nicht nachblättern kann, wie ist der Lösungsvorschlag, vielleicht irgendeinen Fehler gemacht hat und den dann penibelst aufzeigen, den Finger danach richten. Mir ist es absolut nicht darum gegangen und ich habe immer gesagt, das habe ich auch gestern anlässlich der aktuellen Debatte gesagt, die Aufarbeitung, die Fehler, die Lücken, die das System hatte, die Schwächen, die unser System hatte, die muss man aufarbeiten. Das würde ich auch jedem raten und ich glaube nicht, dass hier im Saal irgendjemand ist, der sich dieser Aufarbeitung nicht stellen würde. Im Gegenteil, ich habe das immer so empfunden, dass diese Debatte kann warten. Bestimmte Dinge, die wir plötzlich anders empfunden haben, konnten einfach warten. Und auch der Druck, den bestimmte Leute gemacht haben, da schaue ich mir genauer hin, wo ist da das Problem? Das sind immer noch Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, die irgendwelchen Hirngespinsten nachlaufen. Auch denen bin ich nicht verpflichtet. Mich interessiert dann nicht, ob Leute von mir enttäuscht sind, weil ich nicht irgendeinen Humbug nachplappere, sondern ich bin felsenfest überzeugt davon gewesen, dass es in dieser ganzen ersten Phase bis Ostern wirklich darum ging, die Füße stillzuhalten, den Menschen irgendwo wirklich zu signalisieren, es ist wichtig, dass man zusammenhält, in welcher Form auch immer, auch politisch. Für mich ist dieser Zusammenhalt in dieser Situation auch durchaus politisch gemeint gewesen und ich bin lange hier und es gibt null Grund, null, das hat Kollege Andreas Leiter-Reber gestern richtig gesagt, es gibt keinen Grund, einer Partei die Treue in dieser Situation zu schwören oder ihnen irgendwelche Dinge recht zu machen, politisch gesehen. Aber es gibt für mich auch null Grund, dass ich diese Situation ausnutze, um irgendwie politisches Kleingeld daraus zu machen. Absolut nicht. Das nicht
Das war nicht so zu verstehen, dass man den Kopf in den Sand steckt, wie es hier manche gesagt haben, sondern jeder hat es auf seine Weise empfunden. Ich zum Beispiel war überrascht, aber ich kann nur von mir persönlich sprechen. Als wir jetzt die Volksanwältin, die Kinder- und Jugendanwältin und die Gleichstellungsrätin hier hatten, ja, es mag für ganz, ganz viele Südtiroler ein Problem gewesen sein, dass man den Draht zur anderen Sprachgruppe nicht mehr hatte. Dir ist aufgefallen, dass die Leute in Südtirol in Deutsche und Italiener eingeteilt waren. Ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Im Gegenteil, ich war aus welchen Gründen auch immer in vielen Gruppen auch dabei, in den sozialen Netzwerken, die zu 90% aus Italienern bestand, und mich hat gewundert, wie viele Deutsche dort auch eingeladen wurden. Und ich habe das erste Mal in Bozen so etwas empfunden, wie Zusammenhalt. Und da war Parteipolitik, hat keine Rolle gespielt. Da war es absolut egal, ob jemand jetzt der italienischen Rechten angehört, ob jemand links wählt, ob jemand deutsch ist. Ich habe das eigentlich als wohltuend empfunden. Absolut. Und ich habe mich auch amüsiert. Du hast gesagt, es sind wieder einmal die Männer, die Lösungen anbieten, die in so einer Situation sind es die Männer, die praktisch die Probleme lösen und so weiter. Ich habe mich mehrmals in den Netzwerken dafür bedankt, dass es gerade die Männer waren, die sich in dieser Zeit so selbst zum Narren gemacht haben, die uns auch auf eine nette Art und Weise in verschiedenen bei Laune gehalten haben. Auch das ist wichtig. Es wurde immer wieder gesagt, dass es wichtig ist, dass man den Humor nicht verliert, dass man etwas zum Lachen hat, dass man trotz der ganzen Tragödie irgendwo auch humorige Geschichten, und das waren hauptsächlich auch Männer. Und das ist auch schön gewesen, irgendwo das mitzuerleben. Wir haben jetzt bereits am Montag schon zum Gesetz, wir haben am Montag darüber diskutiert, und es wurde in den letzten Wochen immer wieder gesagt, wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben. Also nicht nur bis hierher, sondern das wird uns noch lange und auch in Zukunft beschäftigen. Und deswegen war ich von Anfang an der Meinung, dass man auch jetzt diesen Weg geht, der Öffnung, dass man den Leuten das Vertrauen schenkt, dass man den Leuten die Eigenverantwortung auch dahingehend überträgt, dass sie lernen, in der Öffentlichkeit, im Umgang dann auch im jeweiligen, am jeweiligen Arbeitsplatz mit diesem Virus umzugehen. Und ich persönlich habe ganz viele Gespräche geführt, Telefonate, auch in Videokonferenzen, gerade aus dem Bereich der Schönheitspflege, Kosmetikerinnen, Nägelstylistinnen, Friseurinnen, die wirklich bereit sind jetzt, auch unter strengsten Auflagen, aber die wollen mit der Arbeit beginnen. Ich habe ein paar Schwierigkeiten, das habe ich schon gesagt. In meinen Augen stiften wir ein bisschen Konfusion mit diesen unterschiedlichen Meterabständen, mit diesen Geschichten. Ich habe vorhin, als ich mein Mittagessen geholt habe, haben mich zwei Herren genau auf diese Geschichte auch angesprochen. Gerade in der Gastronomie beziehungsweise in einer Bar wird das in der Praxis sehr schwierig sein. Und da gebe ich all jenen Kollegen recht, die heute gesagt haben, viele, die glauben, das Problem hatten wir bis hierher und jetzt wird alles gut, dem wird nicht so sein, denn die Probleme kommen erst. Und das wird sich im Alltag jetzt künftig auch zeigen. Ich glaube, dass ganz viele sich schwer tun werden, mit diesen Regelungen zu überleben. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man starten kann. Ich habe in der Gesetzgebungskommission die Bitte gemacht, und ich deponiere sie noch einmal, aber der Landeshauptmann hat bereits irgendwo signalisiert, dass es in diese Richtung geht. Sie haben heute selbst gesagt, keine Freiheit ohne Verantwortung. Man kann auch sagen, Eigenverantwortung ist die Grundlage der Freiheit. Ich habe Sie gebeten, nachdem einige Punkte etwas schwammig oder etwas vielleicht Interpretationsspielraum auch zulassen,
dass sie an diesen Sicherheitstisch gehen, dass sie alle Kräfte informieren, dass sie wirklich mit allen Leuten Informationsgespräche führen, auch jene, die dann die Kontrollen ausüben, denn eines darf nicht passieren, dass wir jetzt natürlich die Leute sozusagen ins offene Messer laufen lassen, dass am Montag schon die ersten Kontrollen durchgeführt werden, Strafen im Raum stehen. Es soll natürlich ein Mittelmaß, es soll auch kontrolliert werden, aber es darf nicht schikaniert werden. Und ich glaube, dass es da ganz, ganz wichtig ist, dass man auch all jene, die in diesem Bereich tätig sind, aufklärt, informiert und auch versucht, dass zunächst einmal eben auch Sie dann die Kontrollen mit Maß durchführen und vielleicht auch mit Hinweisen zuerst und Verwarnungen arbeiten und nicht gleich mit Strafen. Von Verantwortung wurde hier auch viel gesprochen. Wir wollen irgendwo den Menschen Verantwortung geben. Es ist dann natürlich, kann man das auch zurückgeben, auch an uns. Auch wir natürlich haben die Verantwortung. Und was mir gefällt ist an diesem Gesetz, auch wenn es Schwächen aufweist, auch wenn es vielleicht nicht alles jetzt perfekt ist, aber es erweckt mir schon den Eindruck, dass es irgendwo wie soll ich sagen, es geht nicht darum, Hauptsache öffnen und Hauptsache arbeiten, sondern es spielt auch die Gesundheit, die Sicherheit, der Schutz und so weiter eine maßgebende Rolle. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Und auch hier, vielleicht täuscht mich mein Eindruck, Sie haben heute auch gesagt, es ist wichtig zu informieren. Hier natürlich muss man viele Menschen noch sensibilisieren, überzeugen und auch wirklich durch gute Information und durch gute Kommunikation erreichen. Denn bei manchen habe ich wirklich den Eindruck, die glauben, wenn dieses Gesetz jetzt durchgegangen ist, dann kann ich leben wie vorher. Und das spielt sich natürlich nicht. Diesen Eindruck habe ich gewonnen, wenn man durch Bozen geht und wenn man auch bestimmte Situationen in Baren, wo Kaffee zum Mitnehmen und so weiter angeboten wird, wenn man da bestimmte Situationen beobachtet. Die Kinderbetreuung, auch darüber haben wir wirklich viel gesprochen. Ich persönlich habe Verständnis, dass die Landesregierung sagt, unser Ansinnen ist es, Menschenansammlungen weitestgehend zu vermeiden. Und ich sehe das genau, wie es Kollegin Rieder auch gesagt hat, eine Kategorie fällt hier durch den Rost, nämlich die Mittelschüler. Die Mittelschüler bekommen in diesem Gesetz kein Angebot, keine Betreuung, keine zusätzlichen Hilfen und so weiter, wie es Grundschüler und Maturanten bekommen. Ich habe auch schon viele Rückmeldungen erhalten von Frauen, die ab Montag den ganzen Tag wieder im Beruf sind, die wieder arbeiten und natürlich irgendwo mit gemischten Gefühlen diesen Job wieder antreten, wenn sie wissen, die 11-jährige Tochter oder der 11-jährige Sohn ist alleine zu Hause und die Politik mutet praktisch einem 11-Jährigen zu, dass er sich den ganzen Tag alleine aufhält. Ich glaube, dass das eine Geschichte ist. Ich habe Verständnis für die Ausnahmesituation, für die Notsituation und dennoch finde ich das ein bisschen bedenklich und zu hinterfragen. Es gibt dann auch andere Dinge im Gesetz, die jetzt durch Abänderungsanträgen sicher auch verbessert werden können, wenn der Wille dazu gegeben ist. Und ich möchte an die Mehrheit appellieren, dass einige Dinge auch angenommen werden. Konkret habe ich noch eine Frage, die am Montag nicht ausreichend beantwortet werden konnte, da der Landeshauptmann früher weg musste. Ich habe einige Schreiben erhalten von Fitnessstudio-Betreibern. Ich persönlich kann mir vorstellen, warum man jetzt sagt, diese Kategorie ist nicht primär jetzt an erster Stelle zu betrachten, dass die auch öffnen dürfen. Aber wenn man sich bestimmte Anlagen, Regelungen und so weiter anschaut, sagen mir Fitnessbetreiber, sie wären imstande, auch
diese Abstände, die regelmäßige Hygiene, das Putzen und so weiter ohne weiteres einzuhalten. Es gibt angeblich, ich sage jetzt nicht den Ausdruck, weil ich sicher falsch sage, es gibt Masken, die man angeblich auch sehr gut beim Sport tragen kann. Sie stehen natürlich vor Problemen, weil zum Teil gibt es Kunden, die haben eine Jahreskarte bezahlt, die haben eine Halbjahreskarte bezahlt. Wie geht man damit um? Es gibt wirklich diese Betreiber, die auch Investitionen gemacht haben und so weiter, stehen auch vor großen Herausforderungen. Mir wurde gesagt, die werden gleich eingestuft wie ein Saunabetreiber. Kann ich vielleicht irgendwo nachvollziehen, aber wenn wir Freibäder öffnen, denke ich, dass man diese Kategorie nicht außer Acht lassen sollte. Und ich habe es bereits am Montag gesagt, das Gesetz mag nicht perfekt sein, wird einige Schwierigkeiten aufweisen. Dennoch stimme ich dazu und ich wünsche mir, wenn man startet und in der Praxis einige Dinge erkennt, die nicht so laufen, dass ganz rasch dann auch reagiert und korrigiert wird.